So sieht der Google Nest aus, wenn er Kann das kein WLAN nicht WLAN finden? nicht mehr findet. Ja, Überprüfe doch einmal hast du deine Modem oder Router gut anschließen. erkannt. Nein, Google Nest, du kannst das WLAN nicht finden, denn es ist ein neues WLAN. Aber schauen wir doch mal, ob wir das mit der Google Home App, die sieht dann ungefähr so aus, hier einmal auf einem iPad. Was ist denn das jetzt? Ah, ja, du kannst es natürlich nicht finden. Das Google Nest ist hier tatsächlich offline. Schauen wir doch mal. Tja, da passiert natürlich auch nichts. Aber vielleicht können wir ja. Ein neues WLAN hinzufügen? Nicht verfügbar. Die WLAN-Verbindung zu Google Nest fehlt natürlich. Das ist ja komisch. Dein WLAN verbinden. Ja. Also natürlich hochinteressant. Jetzt muss ich wohl irgendwie versuchen mit der Google Home App. Ja, dann gehen wir doch mal auf Hinzufügen. Und suchen mal ein Gerät. Ah, und er hat ein Google Nest Hub gefunden. Logischerweise, sie sind ja gleich nebeneinander. Oh. Na, jetzt bin ich aber. Was ist denn das? Ah, sehr kompliziert, wenn das. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Da haben die Kamera und die App tatsächlich nicht so richtig funktioniert. Das könnte auch das Problem sein, dass ich auf einem Apple-Gerät eine Google-App laufen lasse, aber das wird mir hoffentlich verziehen. Ja, und jetzt hoffen wir doch mal, dass die Verbindung zum Nest Hub. Ah, die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Das ist natürlich ungewöhnlich und ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wir beenden das mal. Okay, dann schmeiße ich doch mal. Das wäre jetzt zwar sehr komisch, denn ich habe es ja schon eingerichtet. Das gute Gerät raus, vielleicht hilft das ja. So, und jetzt müssen wir wieder mal ein Gerät hinzufügen. Ah, wiederum. Moment. Ja, den QR-Code gefunden. Oh Mann, versuche das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Jetzt wird es natürlich heftig. Werkseinstellungen, okay. Ach so, du musst übrigens links und Dabei. rechts Dein die Gerät kommt aus dem Gefängnis. Lautsprechertaste laut und Was leise ist gleichzeitig jetzt drücken. das 10 Erste Sekunden. los, um abzubrechen? So, und wieder mal. Müssen wir das hier natürlich beenden? Hier geht es ja nicht weiter. Fügen wir mal ein neues Gerät hinzu. Die Adresse ist übrigens nicht richtig. Sondern einfach nur irgendeine Adresse. Immer in der Nähe natürlich, damit Sonnenauf- und Untergang auch funktionieren. Aber man muss ja Google nicht alles verraten. Oh, und wir haben wieder einen Nest Hub gefunden. Jetzt klappt es auch mit der Kamera deutlich besser. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Das wäre zumindest, zumindest wünschenswert. Ich sollte definitiv auf OK drücken, um das noch besser zu machen, denn gut ist das hier noch lange nicht. So, und dann kannst du tatsächlich dein WLAN auswählen, was dir schon bekannt ist. Und der sollte hoffentlich auch die Informationen jetzt übertragen können. Schauen wir mal. Und er hat es tatsächlich verbunden. Ich musste nur. Wow.
Wow, okay. Das ist krass. So, ja, verschiedene Kontakte teilen, Webinformationen teilen, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Also man kann mit dir ein bisschen YouTube schauen, man kann sich das Wetter anzeigen lassen, man kann sogar minimal im Internet recherchieren, Bilder angucken, das funktioniert ganz gut, aber alles wissen muss das Ding jetzt auch wieder nicht. Tja, krass, ich muss jetzt tatsächlich. Musste jetzt tatsächlich fertig bist du? Ja. Ich musste. Ja, jetzt sind wir wieder da. Er ist zurück. Einrichtung abschließen. Ich muss dieses Ding komplett auf Werkseinstellungen setzen. Das Hallo, funktioniert ich bin dein hierüber. Google Assistant. Ich bin den ganzen Tag für dich da, damit du loslegen So, kannst machen wir mal und deine leise. Business So, machen kannst. also musst du hier beide Tasten laut und leise gleichzeitig drücken, 10 Sekunden Werkseinstellung und dann kannst du das Gerät neu einrichten und neu starten. Das ist jetzt natürlich richtig schlecht, weil alle deine Einstellungen weg sind. Aber ja, anders habe ich es gerade nicht hinbekommen, aber zumindest funktioniert es jetzt. Uhrzeit, Wecker, Datum, das haut alles hin. Ja, dann viel Erfolg bei dir und bis zum nächsten Mal.